Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Little Nightmares The Hideaway DLC. Ja, in der letzten Folge hatten wir anscheinend wohl einen kleinen Bug gehabt und zwar konnte ich diesen kleinen werten Herrn nicht mehr aufheben. Der saß hier irgendwie an der Kante dran und ganz komisch auf jeden Fall, da musste ich eben erstmal ein bisschen rumprobieren. Bleibst du mal stehen, kommst du mal her. Müssen wir ihn jetzt hier oben an den Hebel ranwerfen? Es wäre durchaus möglich, ich versuch's mal eben. Warum ist die Musik weg? Die Musik war eben so cool. Manu. So, einmal. Ah. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier bringen soll. Da kommen Kugeln raus. Du bleibst hier. Du setzt dich nicht wieder an die Kante ran, damit das klar ist. Aber was sollen wir jetzt machen? Das ist jetzt die Frage. Du bleibst da, ne? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Was passiert denn mit den Kohlen? Was ist da gerade mit den Kohlen passiert? Die sind eben so ganz komisch durchs Bild geflogen. Hier, gerade schon wieder. Habt ihr gesehen? Pass mal auf. Wie so Flummibälle. Jetzt gerade nicht, aber gleich. Pass mal auf. Gleich flupp. Jetzt machen sie es nicht mehr. Schade. Da habt ihr gesehen? Das sind übernatürliche Kohlestückchen. Was, warum? Au, oh, da habe ich mir gerade die Kopfhörer. Warte mal. Da muss ich mal... Ich will jetzt nicht loslassen. Warte mal. Muss ich hier mit einer Hand. So, da habe ich mir gerade. Okay, ich muss mal ganz kurz. Das gibt's doch nicht. Das ist doch wieder Kacke hier. So blöden. So, da habe ich mir nämlich gerade eben wieder mal die Ohrstöpsel aus dem Ohr gerissen. Natürlich sehr qualvoll und schmerzhaft. Ist ja völlig klar. So, einmal. Boah, ich bin so dämlich. Was machen die Kohlebälle da? Die Kohlestückchen, was machen die da? So, du kommst jetzt mal her. Kann ich den da ranwerfen? Geht das? Der will da nicht rauf, ne? Der traut sich da, glaube ich, nicht rauf. Den können wir da nicht rauf frachten. Das geht nicht. Oh, okay. Hm. Wie machen wir weiter? Schwierig. Ach, hier ist ja auch noch ein Hebel. Nein. Greifen. Danke. So, ran da. Geil. Super. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt bringen soll, wenn ich... Ach nee, wir haben jetzt ja Hilfe. Ey, Kollege, kommst du mal eben her? Wir haben jetzt ja Hilfe, stimmt ja. So, komm mal ran hier. Ja, du musst doch mithelfen. Oder soll ich nach vorne gehen? Kann das sein? Die beiden hinten und ich vorne? Kann ich mir gut vorstellen. Läuft da eine wieder dumm im Kreis herum? Ja, ihr müsst... Oh, ihr seid so dämlich. Ich weiß nicht, die KI von den Dingern ist irgendwie teils ein bisschen... Ach so, der zieht da an der Seite. Okay, das geht auch. So, jetzt müssten wir den eigentlich da hochbekommen. Wenn das Schiff sich nicht wieder so blöd neigen würde. Ach doch, es geht so. Oder? Ich glaube, einen Kollegen brauchen wir noch. Oh, das Schiff, ne? Kann es sich mal... Bitte ein kleines Stückchen nach rechts. Das wäre sehr formidabel. Ich glaube auch, wir brauchen noch einen. So, jetzt. Geht das? Nee, sobald wir das wieder hochziehen, neigt sich das Schiff zurück. Ich glaube, wir brauchen einfach noch einen Kollegen. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht müssen wir das Teil ja ganz hinten hinziehen. Ich wüsste zwar nicht, was das bringen soll, aber versuchen wir es mal. So, der vordere Zwerg rutscht mal wieder über die Schienen rüber. Boah, voll in die Kurve hier. Reingedriftet. Ach, warte, guck mal. Jetzt können wir hier ja... Ich sehe selber erst gerade. Jetzt können wir ja sicherlich hochklettern, ne? Junge. Hallo. Wo ist der? Alter, jetzt geht er hoch. Was macht der denn da hinten, Alter? Ich will es, glaube ich, gar nicht erst wissen. Alter, halt dich da doch fest. Was machst du denn? Halt dich da fest. Gott, bist du dämlich. So, hoch da. Hier ist eine Bierflasche. Die können wir natürlich... Ach, das ist eins von diesen sammelbaren Dingern. Ich wollte die eigentlich gerade mal eben runterwerfen, aber gut. Die habe ich, glaube ich, auch wieder in Mengen übersehen. So ein Mist. Hier ist wieder ein Bild. Von...
Schon wieder von dem Auge. Das hat jetzt eher weniger gebracht. Das war... Okay, nee, das war jetzt, glaube ich, einfach nur fürs Versteck gewesen. Für die Flasche. Du Flasche. Wie machen wir das? Willst du mal kurz herkommen? Ich will mal kurz was ausprobieren. Wenn ich jetzt den Hebel... Okay, ich dachte, man kann den vielleicht nochmal runterziehen. Oh, vielleicht brauchen wir zwei Typen. Warte mal. Kommst du mal mit? Kollege Schnürschuh. Der hängt da, glaube ich, irgendwie fest. Kann das sein? Ja, der hängt da fest. Die KI ist von den Dingern irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen merkwürdig. So, der hängt da jetzt dran. Ah, der hüpft da direkt wieder runter. Oh, Junge, komm mit. Nee, das funktioniert nicht. Ich kann die auch nicht aufs Vorderband bringen, ne? Nee, das machen sie nicht mit... das lassen sie nicht mit sich machen. Kann ich hier vielleicht... Da kann ich nicht reinrennen. Gut, ich dachte, ich kann da irgendwie reinrennen. Beim letzten Mal konnte ich das Teil hier noch ein bisschen hin und her bewegen, aber irgendwie... Also, ich habe echt keine Ahnung. Ich bin hier gerade ein bisschen am Rätseln. Okay, vielleicht mit ordentlich Anschwung und... Ja, wow, richtig, ey. Tobi, du Weltmeister. Bist ein richtiger Held, ey. Oh, du sollst nicht... Ey, dieses Kind, ne? Ah, alles klar. Okay, super. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Ich meine, wusste ich gleich von vornherein. Ich habe nur ein bisschen abgewartet, damit ich nicht allzu schlau für euch wirke, ne? Das weiß man ja. Was wird denn das jetzt? Also. Das ist wohl unser dritter Kollege. Ey, Kollege, komm mal her. Ey, Kollege. Jedi macht Move. Ich wusste es. Liebe. So, du kommst jetzt auch mit. Ich zeig dir den richtigen Hasen. So, nee, den hüpfen wir einmal hoch, genau. Den werfen wir da einmal hoch. Und dann müssen wir jetzt eigentlich genug Leute haben. Also, Männer, seid ihr bereit, die Welt zu retten? Ja. So. Ich gehe voran. Ich führe. So, da mal eine Randa. Alle Randa? Hallo, Leute. Oh, die KI, ne? Die regt mega auf. Die sind irgendwie so leicht dämlich. Weiß ich nicht. Jetzt. Die checken das irgendwie noch nicht gleich. Gut, liegt wohl daran, ist es eben halt ein DLC. Das mussten sie vielleicht auch mit ein bisschen Zeitdruck dann entwickeln. Dann kann man vielleicht auch mal drüber hinwegsehen. Solange sie es dann in nächster Zeit nochmal patchen werden. So. Ja, sauber. Guck mal. Es läuft doch richtig gut. Der hintere, der rutscht einfach nur. Wollte ich mal kurz anmerken. Müsst ihr mal gucken. Der rutscht da einfach nur rüber. Guck mal. Der hintere, der sitzt, der steht einfach wirklich auf den Schienen und rutscht einfach nur. So, hier müssen wir das ja vorstellen, ne? Ich würde mich gerne vorstellen. Ich bin die Lore. Und hier kommen wir jetzt auch hoch. Super. Gut, vielen Dank, ihr kleinen Dinger. Ne? So. Und einmal durchs Loch. Durchs Loch. Okay. It's Hebel time. Wir müssen mal wieder einen Hebel umlegen. Ey, schlick dich um, Hebel. Ey, schlick dich so um, ne? Hier, voll umgelegt, ey. Bleibt die Tür offen? Die bleibt offen. Super. So, Männer, da bin ich wieder. Alle ran da. Alle mithelfen. Was machen die da? Leute.
kommst du auch nochmal. Super, ja, der rutscht wieder über die Schienen. Das ist ganz wichtig, dass er das macht. Von höchster Wichtigkeit. So. Ich will mitfahren. Tschüssi. Wow, das war einfach ein Erlebnis fürs Leben. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Was soll das jetzt bringen? Was? Oder brauchen wir einfach, geht's jetzt einfach nur... Oh, ich glaube, es geht einfach nur darum, dass wir mehr Leiharbeiter finden. Wo ist mein dritter Leiharbeiter? Da bist du ja. Komm mit. Die müssen jetzt auf die Plattform und dann... Oh, die kotzen mich so an, ne? Diese KI, die ist so dämlich. Was macht ihr denn da? Hier, die anderen zwei, die stehen da einfach nur blöd. Guck mal, der letzte. Was macht der da? Boah, das regt echt auf. Wirklich. Alter, ey. Einfach stumpf hinterherlaufen. Ist das zu viel verlangt? So, ihr bleibt jetzt mal hier drauf. So, da bleibt er jetzt, ja? Gut. Was ist das hier eigentlich? Ein Strick. Okay. Ist wahrscheinlich dafür, dass wir schneller abwärts kommen. So, und jetzt können wir... Du sollst keine Klimmzüge machen, du sollst da hochklettern. Ja, jetzt können wir einmal... Ja, moin. So, Männer, kommt da. Arbeiten. Juhu. Arbeiten für Mindestlohn. Super ist das. Guck mal, Alter, jetzt haben wir... Boah, was wir hier für eine Army haben. Ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das mal an. So, können wir jetzt hier raufgehen? Boah, ist das laut gerade. Ich geh jetzt einfach mal hier rauf. Tschüss, Kollegen. Danke für eure Arbeit, ne? Weihnachtsgeld gibt's dann nächstes Jahr. Wird in Raten ausgezahlt. Wo geht es jetzt hin? Es geht einfach nach oben. Oder ist das schon das Ende vom DLC? Ich weiß es nicht. Ich sollte mal abspringen. Ja, moin. So. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Oh, ich hätte unsere kleinen Wichtel gern mitgenommen, Mann. Ach, guck mal, da ist wieder einer. Hallo. Nein, bleib doch stehen, ich tu dir nichts. Ich tu dir noch nichts. Ich will dich doch nur lieben. Oh nein, das sieht schon wieder so nach Grabbelpeter. Nach Grabbelpeter sieht das hier wieder aus. Und ich sehe es auch schon wieder direkt. Okay, ich brauche erstmal einen Mitarbeiter. Ich brauche erstmal jemanden, der... Ach, da hinten sitzt er. Ach, guck mal. Komm doch hier. Kommen die denn jetzt alle her? Wo kommen die jetzt, Alter? Wo kommen die jetzt alle her? Es ist gerade ein bisschen beängstigend, aber auch cool. Wow. Okay, das ist geil. Das ist schon cool. Das ist schon cool, Alter. Oh, die sind so süß, Mann. Wenn ich hier mal auch reingehen könnte. Danke. Das Versteck. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum das DLC auch so heißt. Und hier wohnen die anscheinend. Oh, ist ja geil. Guck mal, hier kommen die alle knuddeln. Liebe. Und, Liebe. Und, Liebe. Auch für dich. Wie die da sitzen, guck mal. Oh, ist schon cool. Aber, liebe Freunde, ich muss jetzt leider weiterziehen, ja? Vielleicht treffen wir uns irgendwann nochmal. So. Oh nein, ich wollte gerade schon sagen, ich habe jetzt die Befürchtung, dass das DLC gleich sich zum Ende zuneigt. Nein!
nicht die. Nicht die. Nein. Die alte Schrubmelle.